Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Zukunfts-Philipp. Ich spreche für Vergangenheits-Philipp. Der war nämlich mal wieder ziemlich dumm. Das folgende Video, wenn ihr ganz genau hinhört, hat einen sehr, sehr niedrigen Bass. Das liegt daran, dass eins meiner Kopfhörerkabel, bevor ich aufgenommen habe, sich reingesneakt hat und den Bassregler bei meinem Mixer komplett runtergezogen hat. Ich habe das natürlich erst nach meiner ewig langen Aufnahme gemerkt, dass ich das Video schneiden wollte. Habe versucht, mit Adobe Audition noch das Bestmögliche für euch rauszuholen. Das heißt, den Bassversuch künstlich zu erhöhen. Was ab einem gewissen Level einfach komplett scheiße klingt. Deswegen ist das ganze Video von der Bassqualität und generell von der Mikrofonqualität keine Glanzleistung von Vergangenheits-Philipp. Er entschuldigt sich, beziehungsweise ich entschuldige mich für ihn. Und wenn ihr Probleme damit habt, dann sagt Bescheid, dann verkloppe ich Vergangenheits-Philipp. Ja, ansonsten viel Spaß beim Video. Ich dachte, jetzt kommt ein Intro oder so. Ja, ganz fresh hier, ohne Intro. Ich bin real Earthnut und wir sind wieder bei Sims 4 und zwar wieder bei dem Bertie Bertie McBertie Bert Bertram. Es geht um seinen Eco-Lifestyle, der nicht so ganz Eco ist. Das soll sich heute ein bisschen ändern. Er hat auch nur 12.000 Simoleons. Müssen wir mal gucken, wie teuer die Sachen eigentlich sind. Ich wollte ja auch so ein paar Items noch vorstellen aus der neuen Erweiterung. Wir haben das letzte Mal abgestimmt, sich die Community verändern soll. Wir haben natürlich für die freischaffenden Künstler gewählt. Ja, weil sich Bertram selbst dazu zählt, ob das jetzt so ist oder nicht. Kann niemand so wirklich sagen. Letzte Folge habe ich verpeilt, dass Bertram bald älter wird und so ist er jetzt ein normaler Erwachsener und kein junger Erwachsener mehr. Wie ich schon gesagt habe, passt das auch erst zu seinem Äußeren. Das Problem ist, ich weiß nicht, inwieweit wir hier in diesem Apartment überhaupt einen Eco-Lifestyle haben können, weil wir dafür meistens einen äußeren Bereich brauchen. Ich weiß nicht, ob ich hier draußen was hinstellen kann. So, ich will mal kurz in den Baumodus gehen. Es gibt nämlich ziemlich coole Sachen im Eco-Lifestyle. Es gibt einen Vertical Garden und das können wir halt leider alles nicht. Okay, Leute, ich muss zu drastischen Mitteln greifen. Ich glaube, wir müssen das Apartment hier zurücklassen. Was ich außerdem glaube, ist, dass ich muss Bertram ein bisschen Geld geben. Ich will ja nur, dass er ein bisschen Geld hat, um sich ein Haus zu kaufen, was einen Garten hat, damit er da ein bisschen Eco-Lifestyle-Fun haben kann. Es ist beiden unangenehm. Bertram, willst du einfach gehen? Oh, cringe. Cringe. Weg. Wir müssen hier weg. Save and go to Managa Worlds. Hier können wir zum Beispiel, hier ist es neutral, das ist auch ganz nah an unserem alten Apartment dran. Du ziehst jetzt hier ein. Das kostet 18.000, wir haben ihm vielleicht ein bisschen viel Geld gegeben. Okay, wenn mich jetzt dafür jemand hasst, es tut mir leid, dass ich jetzt gecheatet habe. Wir können ihm das Geld auch wieder abziehen. Unser Lot hat anscheinend zwei Trades. Ich habe jetzt nicht gelesen, was es ist. Aber guckt euch mal den geilen Garten an, Alter. Nice, boy. Bertram, du hast es geschafft. Guck dir mal deine Nachbarschaft an. Du wirst Eco-Boss. So, dann zeige ich euch mal, was man alles so haben kann. Und zwar kann man einen Vertical Garden haben, was schon mal ziemlich cool ist. Warning, some plants are afraid of heights, so make sure to check which of your plants are brave enough to withstand the height. Davon werden wir einfach mal eins kaufen. Das ist schon mal ziemlich cool. Es gibt eine Insect Farm. Ist ja selbsterklärend. Insect Farm direkt an die Hauswand. Ist bestimmt nicht schlimm. Dew Collector. Water Production Rating 2. Damit können wir ein bisschen Wasser aus der Umgebung auffangen. Den placen wir mal hier hinten. Ein Home Recycler. Das ist auch ziemlich cool. Take your unwanted trash, chairs and stuffed toys and shed them into reusable materials and components. Bertram, du hast den krassesten Eco-Garden. Es gibt außerdem noch Windturbinen. Wir können auch Solar Panels auf jeden Fall installieren. Ein atmosphärischer Wassergenerator. Auch ziemlich cool. Aber der ganze Place ist auch nicht furnished. Stimmt, es gibt einen Very Fine Dumpster. Mit persönlichem Graffiti gleich mit dazu. Braucht Bertram eigentlich auch noch. Ja, das gibt erst den gewissen Touch, oder? Würde ich sagen. Wir haben jetzt sogar noch ein Stockwerk über dem Erdgeschoss. Mega nice. Was ist das denn hier für eine Harry Potter Kammer? So, wo waren wir stehen geblieben? Was gibt es noch an Eco-Lifestyle? Kerzen, wow. Dann gibt es einen Activity-Table für Kinder. Es gibt ein Candle-Making-Table. Das klingt richtig nice. Es gibt eine Bee-Box. Die ist aber nicht
von Eco Lifestyle, sondern die ist von dem Seasons, von der Seasons Erweiterung, sieht man an dem kleinen Icon hier oben, aber das machen wir trotzdem. Die Box auch direkt neben die Wand. Es gibt Smaller Slanted Sunshine wow. Window Screen. Wow, okay. Die brauchen wir. Das ganze Ding wird hier jetzt einfach transformiert. Oder wir lassen Bertram halt in kompletter Dunkelheit leben. Ah, das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus, aber das ist jetzt gerade egal. Ja, das sieht jetzt richtig beschissen aus. So. Viel besser. Oh, stimmt. Man kann ja jetzt, wenn man Alt gedrückt hätte durch das neue Update, kann man Fenster endlich per Feintuning setzen. Was ist los? Ich richte das mal eben ein, dann müsst ihr da nicht die ganze Zeit im Prozess dabei sein. A few moments later. Nicht zu vergessen den dreifachen Gartensalat. Okay, Bertram ist fertig für sein Eco Life. Nap in Dumpster. Ja, später. Wasch dir erstmal deine Hände, kleiner schmutziger Junge. Ich werde ihm jetzt den Rest des Geldes wieder wegnehmen, bis er auf 12.000 ist. Wir haben also quasi nur auf magische Art und Weise die Location gewechselt. So. So dümmer Job. Sein Lifestyle passt halt leider nicht so zu dem Outdoor-Life. Weil er leider nur drinnen ist. Write a Self-Employment Helpbook. Wer sonst, ne? Wenn nicht Bertram. Ich mache jetzt einfach mal die Annahme, dass er in jeder Folge ein Kind zeugt. Ach, nichts sagt mehr Eco-Lifestyle als ein Nap im Dumpster. Und statt zu arbeiten hat Bertram gespielt. Kenne ich irgendwoher. Robert muss confident feelen, während er das schreibt. Das wird leider nicht passieren. Da muss ich der Klient mit abfinden. Das ist unser maximal positiver Zustand. Fein. Guckt ihn euch an. Die Glorious Packs. Jeder, der schon ein paar Folgen gesehen hat, weiß, dass Bertrams Signature Dish das einzige, was er richtig gut kann, der Garden Salad ist. Wo bist du, Bert? Bert? Was zur Hölle? Was? Warum? Bess will rüberkommen. Ja. Ich meine, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Außer sie ist halt nicht schwanger, ne? I don't know. Wir gehen jetzt auf ein Date. Und zwar mit Bella. Weil wir ja noch eine Aufgabe zu erledigen haben. Hier, das ist Community Space. Da gehen wir hin. Klingt klasse. Ai. Was macht der Mann? Da hinten ist die Ampel. Das ist voll gefährlich. Ah, okay, bei dem Face werden die Leute auf jeden Fall anhalten. So, Bella, ich erzähl dir mal was über meine Dreams. Joke about Chicken Butt? Bert, du weißt, was zu tun ist. Sit. Oh, wo kann man sich denn hier schön hinsetzen? Hier. Sit and chat right here, please. So wissen wir nicht, wie es läuft. Nur anhand ihres Gesichtsausdrucks. Oh, oh. Oh, das klingt nicht so gut. Nein, was willst du hier? Tina, please. Okay, okay. Okay, wir könnten immer noch in den Dumpster springen und danach Essen suchen, wenn es richtig schlecht läuft. Okay, Silbermedaille verdient. Nice. Bert, wir gehen nach Hause, ne? Wollen wir Bella einladen? Ja, oder? Ach so, chattet ihr jetzt? So funktioniert das nicht. Tauscht ihr Seiten? Nice. Oh, richtig random. Harvest Fest. Okay, man kann hier wohl jetzt Gnome finden und versuchen, sich mit denen gut zu stellen. Das ist eigentlich ganz cool, aber ich finde keinen. Oh, shit. Das ist creepy. Auf jeden Fall den Cthulhu-Gnome hier. Wir geben ihm ein Spielzeug. Okay, anscheinend findet er das gut. Okay, wir haben ein Pack of Seasonal Winter Plants bekommen. Wir senden Bella jetzt eine Thank You Card. Richtig random, aber oh Gott, noch mehr Packets. Baby born. I wanted to let you know that I just had Zara, a beautiful baby girl. Nice. Du gehst jetzt erstmal runter. Get leftovers. Dann rufst du sie danach an. Und dann machen wir noch, was wir machen müssen. Genau, Bella, komm mal rüber. Wunder dich nicht, dass Gnome in meiner Küche stehen. Das ist einer seiner vielen Fetische. Wir stellen ihn mal in den Garten, oder? Ja. Können wir vielleicht hier draußen irgendwas zusammen machen? Disturb the bees? Warum? Aber wir wissen, was noch zu tun ist später. Oh, was? Bert, was hast du vor? Willst du sie damit beeindrucken? Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Alter, unser Garten ist voll mit Shit.
Da steht er. Schon bereit für alles. Cry for Baby in Dumpster? Oh, was? Okay, ich muss es machen, ich muss sie fragen. Oh Gott, okay. Erschreckend viel Bock da drauf. Dann machen wir das jetzt wohl. Oh Gott, okay, First Person ist nicht möglich in der Tonne. Dann haben wir das wohl für heute auch erreicht und zwar auf eine Art, die wahrscheinlich niemand von uns erwartet hat. Ja, ich glaube, ich würde die Episode dann hier auch beenden für heute. Bertram hat eine neue schnieke Bude. Steht auch jemand da, das ist gerade egal. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, die ganzen Equalizer-Sachen haben wir zwar jetzt erstmal gebaut, aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig ausprobiert. Das passiert auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich verspreche es. Ansonsten sehen wir uns bis dahin auf Wiedersehen.